Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fakultät Informatik, jetzt ist es endlich soweit. 42. Geburtstag steht vor der Tür. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sich das Präsidium mit und für euch freut für dieses tolle große Ereignis, das ihr geplant habt. Was ist das? Sefford Beeblebrox möchte auch Geburtstagsgrüße übersenden, aber wer ist Sefford Beeblebrox? Was? Eine Live-Übertragung des Präsidenten des Universums? Okay, ja, da kann ich als kleiner Präsident der Hochschule Augsburg natürlich nicht mehr mithalten. Okay, also dann, wir schalten live rüber. Hallo, liebe Erdenbürger. Mein Name ist Zaffa Beeblebrox und ich bin neu gewählter Präsident des Universums. Und ich habe gehört, dass die Informatik der Hochschule Augsburg ihr 42. feiert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr wirklich alle wisst, welche spezielle Bedeutung die 42 hat. Wir haben ja einen Supercomputer gebaut, Deep Thought. Und nach 7,5 Millionen Jahren Rechenzeit hat er herausgefunden, dass die Antwort auf die ultimative Frage die 42 ist. Verrückt, genau wie euer Geburtstag. Das Problem an der Geschichte: Nach 7,5 Millionen Jahren haben wir vergessen, welche Frage wir Deep Thought gestellt haben. Aber die Antwort auf die ultimative Frage ist die 42. Ich, Seifert Beeblebrox, möchte euch zum Geburtstag gratulieren, zum 42. Geburtstag gratulieren und sagen: Feiert, feiert, lasst es euch gut gehen und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Oh. Was habe ich da bekommen? Ich habe gerade gesagt, also feiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, das Vogonen-Abrisskommando ist auf dem Weg. Die Erde muss Platz machen für eine Weltraumautobahn. Und nächste Woche soll das Abrisskommando vorbeikommen. Ganz offensichtlich habt ihr den Plan, dass hier eine Autobahn durchgelegt werden soll durch euer Sonnensystem. Es war für 50 Jahre, war diese Notiz in Alpha Centauri ausgelegt und keiner von euch, obwohl ihr alle Beamten seid, hat Widerspruch eingelegt. Also, puh. Also, bleibt doch nichts anderes übrig. Feiert, als gäbe es kein Morgen mehr, denn es gibt tatsächlich kein Morgen mehr für euch. Also, liebe Informatik, alles Gute zum Geburtstag, fürs 42. Jubiläum.